Tja, und damit herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Wir müssen jetzt das Schwert wieder nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist noch ein Schwein irgendwo gewesen. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Hier liegt ein Ei. Eine Kuh, ein Huhn. Ich will eigentlich ungern die Tiere jetzt so wegkillen, aber das nützt nichts. Wir brauchen nämlich was zu essen. Hier haben wir erstmal Leder für die Lederrüstung. Schon mal sehr gut. Oh, da ist noch eine Spinne. Und noch ein Schwein. Müssen wir erstmal ein bisschen Fleisch grillen. Na, schwimmt sich das gut, Spider-Man? Spinnen können sogar tauchen hier. Komm her, komm. Ich habe nicht so viel Luft hier, Freundchen. Okay. Fische angeln wäre noch eine Variante. Ich hörte, das soll gehen. Kann man denn eigentlich hier auch einen Cobblestone-Generator bauen auf so einer Map? Das weiß ich gar nicht. Könnte man auch mal probieren, aber wozu? Wir haben ja Steine. So, dann haben wir hier Hühner. Ein Schaf. Eine Schere haben wir jedenfalls. Okay. Damit ist das Schaf wohl jetzt tot. Na gut, wir bauen mal Bäume ab und bauen hier mal so Zäune hin. Müssen wir mal gucken. Das machen wir mal. Dann werden wir mal gucken, dass wir hier ein paar Tiere vielleicht irgendwie... Wir brauchen auch Farmen dann. Das heißt, da müssen wir auch ein bisschen Gras abernten. Ich glaube, da müsste man so eine Harke bauen. Und dann könnte man, glaube ich, hier das Gras abbauen. Und da könnte eventuell Samen drin sein. Für diverse Sachen. Mal gucken, was das für ein Samen sein könnte. Melonensamen oder so, mal gucken. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist wieder was, ihr werdet feststellen gleich, ich bin da ein totaler Noob. Ich dachte aber, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt hier Samen finde. Wir haben schon was für eine Rüstung, wir können, aber das die zweite... Ach guck, da liegt zum Beispiel, das war ein Säbling. Nee, das ist tatsächlich Weizenkörner, na siehste. Das ist schon mal sehr gut. Da ist die Axt. Genauso dachte ich mir das nämlich. Da haben wir die ersten Weizenkörner. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir noch ein paar. Sehr, sehr gut. Pilze wären jetzt nicht schlecht, aber Pilze wachsen nur da, wo es sehr dunkel ist. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich einen Dungeon finde, in dem zum Beispiel ein Pilz wächst. Aber vielleicht könnte man auch einen Pilz bekommen, wenn man hier irgendwo Gras zerstört. Vielleicht wächst dann auch ein Pilz da. So. Mit den Setzlingen selbst kann ich jetzt wahrscheinlich nichts anfangen. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen, genau. Hier, Weizen. Da haben wir auch noch ein bisschen Weizen. Dann bauen wir jetzt gleich erstmal ein Beet. Das heißt, wir brauchen... Dann nehmen wir gleich das hier. Jetzt weiß ich nicht, wir brauchen eine... Hier ist eine Keule. Komm, wir gehen mal eine Hacke bauen. Juhu. Ein Monster hier? Nö. Hake bauen. Das heißt hier... da ist er. Wir bräuchten zwei Sticks, zweimal Eisen. Die gibt es aber aus Stein, oder? Die habe ich schon aus Stein gesehen. Ist das Stein? Das war Diamant. Das ist Gold. Holz. Aus Holz geht's, ja? Aber was fehlt denn? Sticks? Das fehlen die Sticks fehlen. Aha, aus Stein geht's ja auch. Siehst du? Wusste ich's. So. Wir packen mal den Redstone hier in die Kiste rein. Und auch mal die Setzlinge. Birkensetzlinge auch, brauchen wir nicht. Die Schere, das war natürlich vollkommen schief gegangen, was da mit der Schere passiert ist. Ist das ja eigentlich Dreck, den ich da habe? Warte mal, schauen wir doch mal. Das ist Erde, genau. Nützt uns aber im Moment gerade nicht. So, es ist natürlich die Frage, für Weizen brauche ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Wasser. Aber ich werde es mal hier versuchen. Wir versuchen es mal. Wir werden es gleich wissen, ob wir dafür Wasser brauchen. Und wenn ja, so weit sind wir ja nicht weg vom Wasser.
5 Weizenkörner haben wir. So. Damit es gleich aussieht, machen wir das auch noch. So. Machen wir das ganze Gras hier noch kaputt. Vielleicht haben wir da noch eins. Ein bisschen was? Nö. Ist ja nicht so schlimm. Wir werden es ja sehen. Wie gesagt, es kann ja sein, dass wir da direkt das Wasser in der Nähe brauchen. Dann, wenn das so ist, dann werden wir einfach nochmal Wasser da hinsetzen. Das kann ja so schwer nicht sein. Da setzen wir nochmal ein paar Dreckblöcke ran. Das wäre alles überhaupt nicht das Thema. Dann mal sehen, ob was. Ach, da wächst es schon. Guck an, da wächst es schon. Das erste. Bin ich zufrieden. Gut. Haben wir schon mal ein bisschen Weizen. So, dann können wir nämlich uns auch ein paar Brote machen schon mal. Noch ein Weizen, siehst du? Da, da, da. Und mit Broten sieht es schon mal gut aus. Aha, und wir wollten ja Zäune bauen für Tiere. Das heißt, wir machen mal den Baum hier noch weg. Da steht ein bisschen Weg gerade. Oh, noch ein Weizenkorn. Die... Wieso ist denn dieses eine? Wird immer anders wieder. Das ist komisch. So. Das verfällt wieder zurück in den Ursprungszustand. So, jetzt mal schauen. Den Baum hier auch wegmachen. So, wenn der komplett weg ist, dann haben wir hier Platz für einen Zaun. So. Achse ist sowieso kaputt jetzt. So, Zaun. Eichenholzzaun. Wir wollen aber gar kein Eichenholz bauen. Wir brauchen Sticks und Holz. Holz haben wir. Noch ein paar Sticks dazu. Noch ein bisschen ein paar Eichenholzbretter. Dann können wir einen Eichenholzzaun machen. Da haben wir 7 Stück gleich. Das ist schon mal Bingo. Sage ich dazu nur mal. 21 Zäune haben wir damit. Da können wir gleich das erste Schwein einbauen. So, mal gucken, wie wir die paaren dann später. Ach, hier ist noch ein bisschen im Weg alles, ne? Hätte man doch jetzt mal eine hier, Axt dabei. Aber habe ich natürlich jetzt nicht, weil sie kaputt gegangen ist. Aber ich bin auch zu faul, neue zu bauen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ist dir schon mal aufgefallen, wie unheimlich kreativ man ist, wenn man zu faul ist, einfach nur aufzustehen? Wenn man einfach zu faul ist, aufzustehen, wird man so unheimlich kreativ. Hatte mein Arbeitskollegen, der hat es mal zu mir gesagt. Der hat gesagt, weißt du, die Kreativität, die man an den Tag legt, wenn man einfach nur zu faul ist, von der Couch aufzustehen, damit könnte man sich schon ganz viel Geld verdienen, wenn man einfach nur das nutzen würde. Die Kreativität, die man da so... Ich hatte das in einem gelesen, da hat er irgendwie geschrieben hier, als ich so alt war wie du, konnte man einen Fernseher nur umschalten, da musste man aufstehen für. Und selbst dann kannte man die 3 Sender, die es da gab, auch innerhalb von wenigen Minuten durchgeschalten gehabt. Jetzt muss aber schnell sein. So, während wir jetzt gerade verhungern. Schnell, gib mir das Fleisch, gib mir das Fleisch. Mach fertig. Ah, nimm das Eisen raus, nimm das Eisen raus. Gleich wird's hungrig. Gleich werden wir hungrig. Ich hab Angst. Ist das erste Fleisch schon fertig? Jawohl. Schnell ein gebratenes Steak essen. Und gleich noch eins. Jawohl. Da müssen wir mal gucken, ne? Das reicht noch nicht hier. Wir müssen noch mehr Steaks machen. Das Leder packen wir mal hier rein. Das Ei packen wir auch mal rein. Ich glaube, die Eier können wir nachher da oben hinschmeißen. Da kommen dann neue Hühner raus. Es wird finster. Das gefällt mir nicht so richtig. Also, gut. Zaun. Zaun. Ach. Was? Was oder wer? Mir egal, rein ins Haus. Nein! Jetzt muss ich doch mein Ei aufessen. Insofern ich es essen kann. Das weiß ich noch nicht so genau. Nee, kann ich nicht essen. Ich hätte es vielleicht braten können. Ach, scheiße. Haben wir was, womit wir uns ernähren können? Haben wir nicht.
Ein einziges Herz und kein und Hunger. Scheiße. Naja, da müssen wir mal gucken. Da müssen wir eben jetzt mal hier alles reinschmeißen. Säbling, das Eisenerz, alles hier rein. Dort auch da rein. Holz da rein. Kein Bock, das alles nochmal neu aufzusammeln. Türen da rein. Zäune da rein. Schere vor allem da rein. Das da rein. Gut, beim Rest ist es egal. Steine da rein. Steine rein. Steine da rein. Ist das ja eigentlich Wolle? Könnte sein, dass wir da schon die erste Wolle bekommen hatten. Als wir versucht haben, das Schaf zu scheren. Und dabei starben. So. Welcher Volllump hat mich denn hier oben angegriffen? Die Kuh, hat mich die Kuh angefressen vorhin? Das glaube ich mal nicht. Aha, hier. Du hässlicher Vogel warst das doch bestimmt. 20 von 20. Ah! Bleib mal schön. Wieso ich würde gerne den Zombie angreifen. Oder den Villager. Was ist denn das für ein... Du hast mich doch bestimmt vorhin attackiert, du Arschkopf. Komm hoch, du. So. Schnuckibert. Gab's hier was zu holen? War nicht der einzige, hundertprozentig nicht. Die Kuh hat mich noch nicht angegriffen vorhin, das kann ich mir nicht vorstellen. Hier liegt erstmal wieder ein Ei. Da sind Blümchen. Ich will hier oben nur einen Zaun bauen. Das heißt, wir machen mal folgendes: Ich nehme jetzt mal das hier und baue noch den Baum ab. Komm, mach kaputt den Baum. Dann haben wir nämlich hier Platz. Es wäre optimal, wäre das nämlich. Würde ich super finden, wenn wir hier Platz hätten für ein Zäunchen. Nicht so weit weg. Ist zu dunkel, ich kann es nicht sehen, da ist es. Und noch einer. Da müssten wir es eigentlich haben, ne? So, da brauchen wir uns auf Virtual Fall zu fallen dann. Aber wir können es auch, wir können auch nachhelfen. Wenn wir einmal hier draußen rumstehen. Wird auch schwer hell. Wird schwer hell? Ach, das ist schön. Das freut mich ja, aber wenn es hell wird, dann kann man nicht den Zaun weiterbauen. Aber wir brauchen was zu essen. Kann ich denn vielleicht das Ei auch braten? Nee, das Ei kann ich nicht braten. Also ich muss da mit den Hühnern muss ich ja was anfangen können, oder? Oder werfen die Hühner nachher Fleisch ab? Kann natürlich auch sein, dass man Hühnerkeule hier einsammeln kann. Also, Zäune wieder raus. Düüüüt. Eier wieder rein. Säblinge wieder rein. Holz wieder rein. So. Zaun. So. Jetzt gehen wir hier hoch, Zaun bauen. Der Zaun braucht natürlich noch ein Zaun ins Tor nachher, ist mir schon bewusst. Habe ich noch nicht gebaut, kommt noch. So, hier erstmal. Fangen wir hier an. Bauen wir uns hier einen großen. Relativ großen. Ist ja schon groß, ist noch nicht groß. Du bist noch, ist noch nicht groß. Relativ großen Zaun hin. So, das ist schon etwas. Och komm. Schade, das mit der Steuerung ist nicht. Das ist beides nicht die perfekte Lösung. Also mit Steuerkreuz, mit Fadenkreuz finde ich nicht so perfekt, aber jetzt so ist auch nicht so perfekt. Aber da können ja die Programmierer nicht dafür, dass ich einfach nicht in der Lage bin. Hallo? Dass ich einfach nicht in der Lage bin. Na, ganz geil. Weg ist er. Super. Das ist doch der Enderman. Das ist der Enderman. Oh nein. Und da kommt ein Zombie. Oh nein. Schnell ins Loch.